nicht mehr zu essen, verstehen Sie? Hab ich nicht satt? Das ist keine, das ist der richtige Moment. Aha, jawohl. Das ist ein sensuell, wunderbar. Das kann man, wie soll ich es beschreiben? Es ist, was ist denn? Ja, bitte? Wenn Ihre kulinarische Erektion abgeklungen ist, dann möchte ich gerne mit Ihnen noch mal ernsthaft über die kulturelle Bedeutung des Trinkens sprechen. In der Griechenland trinken nach dem Essen gerne eine Uso. Malmsheimer. Ja? Haben Sie sich mal mit dem Verhältnis der Heiligen Schrift zum Thema Alkohol beschäftigt? Also mein Verhältnis zur Heiligen Schrift war da immer etwas im Wege. Sagen Sie, was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Sonst können Sie an keinem alten Schmöker vorbeigehen, ohne drum zu blättern. Soll ich Ihnen mal aus dem Buch der Bücher was vorbringen? Oh nein, bitte, danke. Ich glaube, ich muss mal zu Herrn Priol in die Küche. Wenn ich den alleine mache, dann endet sie Moussaka. Gebt Bier dem Verlorenen und Wein dem mit verbitterter Seele. Wie finden Sie das? Das habe ich vorgesehen für, ich will jetzt wieder mehr predigen. Aber dann einer Predigt, hab schon überlegt, vielleicht schicke ich sie der Käsmann für den nächsten Sonntag. Nicht? Sie, die Käsmann, ja, dass die ihre Seele, ihre verbitterten Seele mit Wein tränkt, das kann ich gut nachvollziehen. Nach allem, was wie die in letzter Zeit behandelt worden ist, da hatte die Seele allen Grund, mal ein bisschen geschmeichelt zu werden. Nicht? Die Käsmann, das will ich Ihnen nur sagen, das ist auch eine von denen, die nicht dem billigen Zeitgeist folgen. Nicht, die sich nicht mit denen gemein machen, die dem Stimpfi im Hartz-IV-Gehege Gutscheine hinwerfen wollen, weil sie zusätzlich Geld vertrinken. Mit dem Satz ist der Bürgermeister von Neukölln der Redaktionsliebling aller deutschen Talkshows geworden. Und aus der Vorstandsetage der Bundesbank hat sich dann noch ein anderer Sozialdemokrat gemeldet und auf die Gosse runtergerufen, für 5 Euro würde ich jederzeit gern arbeiten. Das hat die Chefkolumnisten der bürgerlichen Presse derart begeistert, dass sie verzückt geschrieben haben, Sie sind ein wundervoller Rüpel, Herr Sarrazin. Ist toll, nicht? Jagdsaison für die Sozialschmarotzer ist wieder mal eröffnet, nicht? Und sein Gesicht, das muss ein stumpfes, ein auf Alkohol aufgedunsenes Hartz-IV-Gesicht sein bei dem Schmarotzer. Die feingeschnittenen Gesichtszüge eines gut betuchten Rotweintrinkers, der das im nicht vorhandenen Schweiße seines Angesichts vererbte Geld in der Bank für sich arbeiten lässt, das taugt nicht für den Schmarotzer. Das kann Ihnen jeder Werbefotograf bestätigen, der schon mal für die Oberschicht eine ganzseitige Anzeige über den diskreten Charme der Bourgeoisie ins rechte Licht der Hochglanz-Illustrierten gerückt hat. Und wenn dann noch hier unser Jungfuchs Guido so weitermacht, dann wird er aufsteigen, nicht? Dann werden die alten Herren von Teutonia Geldadel noch so manchen Humpen auf ihn heben und ihm den Salamander reiben. Sie rüsten sich für den Verteilungskrieg, den sie im Mai eröffnen werden. Die Medienfront steht schon Gewehr bei Fuß. Doch welche Waffen wird die Kirche segnen? Wenn so noch ganz bei Trost ist die Kirche und nicht von allen guten Geistern verlassen ist, da kann sie nur die Waffen der Schwachen segnen, weil etwas anderes im Buch der Bücher ja gar nicht geschrieben steht. Schürzt die Talare, müssten sie rufen. Rauf auf die Barrikaden. Schulterschluss mit den protestantischen Flintenweibern, die in Wahrheit tapfere Frauen sind, die auch noch ordentlich trinken können. Nicht wahr? Da wäre mal eine gute Gelegenheit für die, das wäre eine schöne Gelegenheit für die katholischen Sultanenträger ihren Triebstau mal zum Wohle ihrer Schäfchen abzuarbeiten, nicht wahr? Dass man sie auf die Kanzeln jagt, wo sie wortgewaltig herunterdonnern würden auf ihre Schäfchen in der Kirche, wo sie die politischen Heuchler unten in der Kirche beim Namen nennen würden, sie schmähen, aus dem Gottesdienst werfen würden und beim Bart des Propheten all jene mit dem Fluch belegen, mit diesen Heuchlern Beistand leisten und dann könnte das große Wort Gottes an die Könige, die Herrscher und Regenten erklingen, wie sie in Sprüche Salomo 13 geschrieben ist. Die Anweisung für die Herrschenden und Regierenden. Für keinen König gehört sich Wein zu trinken, noch darf der Würdenträger fragen, wo ist Bier? Sonst trinkt ihr und verdreht den Rechtsanspruch der Armen. Gebt Bier dem Verlorenen und Wein dem mit verbitterter Seele. Der mag trinken und all sein Mühsal vergessen. Du
Öffne deinen Mund für den Rechtsanspruch der Armen und sorge für das Recht der Elenden und Schwachen. Weh dem, der anderes in meinem Namen sagt. Was? Ich wage es etwas anderes, und zwar ohne Weh und Ach. Dieses ewige Draufhauen auf die Oberschicht, ach, das muss doch mal ein Ende haben. Sie haben, die leiden doch schon genug rum, ständig in Angst, dass irgendein Schweizer Judas sie für ein paar Silberlinge wieder dranhängt, weil die Steuerfahndung vor der Tür steht, der Blutdruck steigt, sie schlafen schlecht, die Nacht der leidenden Reichen. Dabei, es ist doch gerade die vergessene Oberschicht der gehobenen Mitte, die der Zuwendung bedarf. Und da finde ich es, muss ich sagen, sehr schön, dass das Europaparlament unter tatkräftiger Mithilfe seiner Vizepräsidentin Silvana Koch-Marin, FDP, klar, war sonst, sich für notleidende Familien einsetzt. Also für notleidende Bedienstete im Europaparlament, die über kein gemeinsames hohes Haushaltseinkommen verfügen. Der Eckwert dieses nicht